Lektion 334. Heute nehme ich die Gaben in Anspruch, die die Vergebung gibt. Ich will nicht einen Tag mehr warten, um die Schätze zu finden, die mir mein Vater schenkt. Die Illusionen sind samt und sonders nichtig. Und Träume sind vergangen, noch während sie gewoben werden, aus Gedanken, die auf falschen Wahrnehmungen beruhen. Lass mich heute nicht wieder so magere Gaben akzeptieren. Die Stimme Gottes bietet allen Gottes Frieden an, die hören und beschließen, ihm zu folgen. Dies ist heute meine Wahl. Und so gehe ich hin, die Schätze zu finden, die mir Gott gegeben hat. Ich suche nur das Ewige, denn dein Sohn kann sich mit nichts weniger als diesem zufrieden geben. Was anderes also kann sein Trost sein, als was du seinem verwirrten Geist und erschreckten Herzen schenkst, um ihm Gewissheit zu geben und Frieden zu bringen? Heute möchte ich meinen Bruder sündenlos sehen. Dies ist dein Wille für mich, denn also werde ich meine Sündenlosigkeit erblicken. Heute nehme ich die Gaben in Anspruch, die die Vergebung gibt. Amen. Heute nehme ich die Gaben in Anspruch, die die Vergebung gibt, die uns der Vater gibt. Möge ich mich jetzt durch den Heiligen Geist für die wahre Wahrnehmung ausrichten, für die Rechtgesinntheit. Ich brauche Hilfe, damit ich klaren Geistes bin und bleibe.
damit mich das Urteil über mich selbst nicht immer zerhackstückelt und ich dann nicht mehr weiß, wo ich stehe. Ich brauche Hilfe, Heiliger Geist. Möge ich wirklich nur Gottes Gaben für mich und meine Welt und somit für einen jeden nutzen. Möge ich wahrlich im Dienste Gottes unterwegs sein, im Namen des Vaters. Möge ich noch viel mehr geben, auch mir selbst gegenüber. Da scheint immer noch ein Teil zu sein, der mich von mir selbst abhält. Der ein Bild kreiert, das scheinbar außen ist und dann bin ich da, ich irgendwo da nebendran. Das kann nicht sein. Das ist alles meine Welt und ich erstrahle aus meinem Innersten heraus. Durch meine Welt. Ich bin sozusagen mittendrin und nirgends abseits. Und ich bitte da wahrlich so tief um Hilfe, damit ich mich als den Sohn Gottes endlich anerkenne und bei mir bleibe, so wie Gott möchte, dass ich da bin und wirke. Möge ich all die Schlachten, die ich scheinbar geschlagen habe im Außen, jetzt nicht auf mich selber projizieren. Es sind ja immer meine Schlachten. Spielt keine Rolle, ob im Innern oder im Außen. Es ist ja nur eine Widerspiegelung. Möge ich sie jetzt nicht für mich behalten, versteckt halten. Ich brauche wirklich Hilfe. Heiliger Geist, ich heiße dich jetzt willkommen. Bitte heile du meine verwirrten Gedanken, meine unklaren Gedanken. Ich möchte Gottes Gaben total in Anspruch nehmen. Sie sind mir doch gegeben. Sie sind mir doch ganz gegeben. Möge ich nicht mehr teilweise sehen und denken. Überall sind Schätze. Du bist ein Schatz. Hier, das ist ein Geschenk, dass ich jetzt einfach hier sein kann. Die Türen sind offen. Die Brüder sind da und helfen.
Alles heißt mich doch willkommen. Ich habe mich zu ändern im Geiste. Mein Denken über mich und meine Welt. Ich will nicht einen Tag mehr warten, um die Schätze, die mir mein Vater schenkt, um die Schätze zu finden, die mir mein Vater schenkt. Ich will nicht mehr warten. Ich will sie jetzt, ganz und gar, weil sie mir gegeben sind. Ich brauche sie nur zu geben. Und dann wird es mir gewahr. Es ist immer wieder nur meine Verweigerung oder mein, naja, sage ich es wieder, Herumsumpfen im Geiste, sodass ich das dann nicht wahrnehmen kann. Dann sehe ich gar nicht, was mir gegeben ist. Dann bevorzuge ich mein altes Denken, was ich ja so gewohnt bin. Naja, klar, läuft dann immer der gleiche Film ab. Vielleicht ein bisschen so, vielleicht ein bisschen so. Aber es wiederholt sich auf eine Art dann immer wieder. Weil ich doch wieder dieselben Gedanken gedacht habe. Und da noch klarer, noch deutlicher zu sein, noch mehr die Gaben Gottes anzunehmen und sie wirken zu lassen. Durch mich, für mich. Nutze die Zeit als das Mittel für die Vergebung. Die Illusionen sind samt und sonders nichtig. Und Träume sind vergangen, noch während sie gewoben werden aus Gedanken, die auf falschen Wahrnehmungen beruhen. Und das kann ich sofort beschließen. Ich kann sofort sehen, dass diese Illusionen nicht wahr sind. Es ist immer wieder nur mein Eigenwille, der das dann nicht sehen will, mit dem ich dann recht haben will, wo die Klappe zu ist, ne? Oder nur so ein bisschen offen dann vielleicht, eben wieder dieses Teilweise, wo ich zwischen zwei, scheinbar zwei Welten hin und her schwanke. Da ist ein bisschen Gott und dann da ist ein bisschen Ego. Ein bisschen Frieden und Eierkuchen und dann ist da wieder so was Beschissenes. Doch wieder in die Kacke getreten. Hey, nimm's leicht. Dies hier ist nur ein Traum. Ich sag das so locker, ne? Ich habe auch meine Lektion. Na klar habe ich meine Lektion. Ich kann mir auch ordentlich selbst aufs Auge hauen. Aber ich lerne. Und ich nehme ja wahr, was ich bereits gelernt habe, ne? Oder was ich noch zu lernen habe. Und damit geduldig zu sein. Und immer wieder zurückzutreten und zu wissen, hey, ich habe einfach keine Ahnung. Ich habe keine wirkliche Ahnung. Ich habe aber den Frieden zu bewahren, die Ruhe zu bewahren. Offen zu sein und offen zu bleiben, offenen Geistes, willkommen heißend, egal wie es da aussieht. Egal, ob der Körper da jetzt mitspielt oder nicht.
Ich will keine mageren Gaben mehr akzeptieren. Magere Gaben erfahre ich, wenn ich eben mal nur so ein bisschen, eben wieder dieses Teilweise, ne, so halbherzig unterwegs bin. Dann nehme ich das wahr und das nehme ich hier schon nicht mehr wahr. Den nehme ich rein in meine Vergebung und den nicht. Ich bestimme immer noch, wo es lang geht. Ich will immer noch kontrollieren. Und das ist nicht die Wahrheit. Die Stimme Gottes bietet allen Gottes Frieden an. Allen steht da. Es steht mir nicht zu, dem Nachbarn da drüben dies zu entsagen oder zu denken, dem steht das nicht zu. Was für ein fettes Urteil ich da fälle. Was für eine Arroganz und Überheblichkeit. Vor allem, wenn ich doch jetzt weiß, dass der Bruder, dass der Nachbar genauso ich bin, Teil von mir ist und genauso integriert werden will, als das eine Ganze, als das angenommen werden möchte. Die Stimme Gottes bietet allen Gottesfrieden an, die hören und beschließen, ihm zu folgen. Allen ist Gottes Frieden gegeben, ob ich es höre oder nicht. Aber wenn ich natürlich folge und offenen Geistes bin, erfahre ich. Ich es. Ich erfahre es aber nicht, wenn ich in meiner Kleinheit bleibe, in meinem scheinbaren Gefängnis. Aber es ist uns allen gegeben. Da ist kein Unterschied. Und das jedem zu zeigen, weil jeder Teil von mir ist, sonst verweigere ich es mir selbst. Und das erfahre ich ja. Erfahre ich immer wieder Unfrieden. Dies ist heute meine Wahl. Dies ist jetzt meine Wahl, für den Frieden Gottes zu gehen. Still zu gehen. Mich in Langsamkeit zu üben. Ich darf das so schön gerade lernen. Geduldig sein. Es geht nicht um das, was ich will. Ich habe zurückzutreten. Plötzlich scheint der Plan ein völlig anderer. Und das nicht als Angriff zu sehen, sondern, ah, okay, dann geht es wohl da lang. Und da nichts aufquaken zu lassen. Ue, ich will aber da lang. Ich wollte doch. Darum geht es eben nicht mehr. Ne? Und dann siehst du, wie man doch, oder wie man selbst immer wieder versucht, sich doch wieder einzumischen. Ne? Dass man doch das bekommt, was man doch eigentlich wollte. Irgendwie muss das doch funktionieren, ne? Ich will doch aber. Naja, mal gucken. Es
geht immer nur um den jetzigen Moment. Dies ist jetzt meine Wahl. Die Stimme Gottes bietet allen Gottesfrieden an, die hören und beschließen, ihm zu folgen. Dies ist jetzt meine Wahl. Und so gehe ich hin, die Schätze zu finden, die mir Gott gegeben hat. Und ich habe sie doch schon gefunden. Sie sind doch schon da. Möge ich sie jetzt nutzen. Also nutze mich, Bruder. Ich bin doch genauso Schatz. Alles ist doch Schatz. Wenn ich das so sehen will, wenn ich es mit dem Geist Gottes betrachte, ist alles Schatz. Und da ist nichts schatziger als das andere. Ich suche nur das Ewige. Ewiges Leben. Ich suche es nicht mehr wirklich, weil ich weiß, dass es mir gegeben ist. Ich bin der Weg, die Wahrheit, das ewige Leben. Ich bin das schon. Ewiges Leben, nichts weniger, mein lieber Bruder. Und das Nächste läuft gerade auch ewig. Auch gut, kommt der ganze Schnodder mal raus. Ich will das alles nicht mehr persönlich nehmen. Unsere Persönlichkeit steht immer im Weg, ne? Meine Privatheit. Meine Geheimnisse und so weiter. Ich suche nur das Ewige, denn dein Sohn, Vater, kann sich mit nichts weniger als diesem zufrieden geben. Was anderes also kann sein Trost sein, als was du seinem verwirrten Geist und erschreckten Herzen schenkst, um ihm Gewissheit zu geben und Frieden zu bringen? Verwirrter Geist. Ein Lernbehinderter. Sagt man auch. Und deshalb brauchen wir Hilfe. Der Heilige Geist ist unser Lehrer. Bis ich es nicht mehr brauche und sehe, dass ich selbst Heiliger Geist bin. Dass es mir alles selbst gegeben ist. Heute möchte ich meinen Bruder sündenlos sehen, damit ich mich selbst sündenlos sehe. Es ist doch immer die Widerspiegelung. Das ist doch alles, was ich bin. Schuld und sündenlos. Im Licht. Dies ist dein Wille, Vater, für mich, denn also werde ich meine Sündenlosigkeit erblicken. Durch den Bruder. Und somit auch durch dich selbst. Kann sich auch vor den Spiegel stellen. Und dich selbst als Bruder nutzen. Es ist alles der eine, Sohn Gottes, Christus, Geist. Es geht nicht um diesen Körper. Aber du kannst scheinbar die Körperaugen nutzen für die neue Sicht.
Aber ich muss es wandeln lassen. Und dann geht es nicht mehr darum, wie du aussiehst, sondern was du zu geben hast. Damit du es empfängst. Wir haben doch gestern gelernt, die Vergebung macht dem Traum des Konfliktes ja ein Ende. Wie lange will ich noch Konflikt denken, ja? Oder wie lange will ich mir selbst noch Konflikt geben? Da sehe ich doch, wie viel Macht ich dem Ganzen gebe. Und diese Macht wandeln zu lassen. Und die Gaben, die sich da auftun, wirklich in Anspruch zu nehmen. Hey, nutze es, nutze es. Gottes Gaben sind dir die ganze Zeit gegeben. All der Frieden, all die Liebe, all das Vertrauen. All das Glück, die Freude, Barmherzigkeit, Güte, geistige Schönheit. Vertrauen, 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 Vertrauen. Also gib, damit ich es erfahre und somit auch ich geben kann. Damit wir im Miteinander erfahren, wir gehen auf heiligen Boden, ewiglich, Hand in Hand. Nichts ist bedroht. Also, komm. Amen. Heute nehme ich die Gaben in Anspruch, die die Vergebung gibt. Ich will nicht einen Tag mehr warten, um die Schätze zu finden, die mir mein Vater schenkt. Die Illusionen sind samt und sonders nichtig und Träume sind vergangen,
noch während sie gewogen werden aus Gedanken, die auf falschen Wahrnehmungen beruhen. Lass mich heute nicht wieder so magere Gaben akzeptieren. Die Stimme Gottes bietet allen Gottes Frieden an, die hören und beschließen, ihm zu folgen. Dies ist heute meine Wahl, und so gehe ich hin, die Schätze zu finden, die mir Gott gegeben hat. Ich suche nur das Ewige, denn dein Sohn kann sich mit nichts weniger als diesem zufrieden geben. Was anderes also kann sein Trost sein, als was du seinem verwirrten Geist und erschrecktem Herzen schenkst, um ihm Gewissheit zu geben und Frieden zu bringen? Heute möchte ich meinen Bruder sündenlos sehen. Dies ist dein Wille für mich, denn also werde ich meine Sündenlosigkeit erblicken. Heute nehme ich die Gaben in Anspruch, die die Vergebung gibt. Amen. Vergib, Bruder, und du vergibst dir nur selbst. Segne. Du segnest nur dich selbst. Gottes Wille geschehe, und er geschieht durch mich. Durch meine Bereitwilligkeit, jetzt mit Gott und nur mit Gott zu sein. Danke, Vater, danke, Gott, danke, Heiliger Geist, danke, Jesus und danke jedem Bruder. Weil ein jeder Christus ist, der eine. Vereint im Geiste Gottes. Der Gabentisch ist übervoll.
Genieße, genieße. Wir sehen uns. Ich tauche gleich wieder mit Agnes auf. Mit dem Handbuch für Lehrer, die Entwicklung des Vertrauens. Ein wichtiger Baustein im Lernen, Lehrer Gottes zu sein. Ein tragendes Fundament. Gell? Bis gleich.